Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Es ist mal wieder Zeit für den DAX-Check. Hallo und herzlich willkommen dazu. Bei mir Thomas Bergmann. Hallo Thomas. Guten Morgen, Marco. Gestern auf Xetra Schlusskursbasis hat es nicht ganz gereicht für die 9500-Punkte-Marke. Heute haben wir sie aber gleich mal zu Beginn des Xetra-Handels übersprungen. Ist es ein positives Zeichen jetzt für die weitere Entwicklung? Es ist sicherlich positiv, nachdem wir gestern 9460 etwa erreicht hatten. Jetzt eben bei 9530 ungefähr und zur jetzigen Stunde. Sicherlich positiv, aber klar, das Momentum fehlt etwas. Es ist trotzdem, denke ich mal, immer noch sehr viel Verunsicherung im Markt, haben wir auch schon mehrfach angesprochen. Sollten wir aber über dieser Marke bleiben, sehe ich kurzfristig, also wirklich jetzt aus Sicht von ein, zwei Tagen, durchaus die Möglichkeit, dass diese Erholungsrallye, soweit man das hier sagen kann, durchaus noch etwas anhalten kann. Nichtsdestotrotz, aufgrund des Brexits rechnen wir mit einer starken oder mit einer hohen Volatilität die nächste Zeit, also und auch mit einer sehr großen Schwankungsbreite. Also es kann auch durchaus nochmal nach unten gehen, deutlich nach unten gehen, wenngleich wir auch durchaus bis Jahresende weiteres Kurspotenzial im DAX sehen. Wie muss man sich jetzt dann positionieren am besten, wenn man davon partizipieren möchte? Also wir bleiben nach wie vor dabei, dass wir nochmal einen Rücksetzer sehen könnten und von daher, hier sehen wir das Niveau, wo das ungefähr hinführen kann. 9.2614 war das Tief hier. Hier die Marke liegt im Bereich 9.120, 9.150, also da kann es schon nochmal hingehen. Wir sehen auch hier an dieser kleinen roten Kerze, dass dieses Momentum einfach im Moment nicht da ist. Sollten wir wieder unter die 9,5-Marke fallen, dann muss man wirklich aufpassen. Dann kann es sehr schnell eben in dem Bereich gehen. Natürlich schaffen wir die 9,6, dann haben wir Anschlusspotenzial bis zu dieser oberen schwarzen Linie, die bei 9,720, 9,730 verläuft. Hier das Team 9,737, die untere Gap-Kante hier 9,720. Also das wäre so das Ziel. Aber wie gesagt, im Moment sehr schwierig. Die Investoren müssen sich erstmal sortieren. Und dann, ja, wie gesagt, muss man einfach hier etwas Vorsicht walten lassen. Natürlich sollten wir hier diese Gap-Kante hier überwinden. Dann wäre es so eine Art Befreiungsschlag, sage ich mal. Dann kann man auch wieder mal prozyklisch investieren. Aber im Moment muss man einfach sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, bleiben wir über 9,5 heute, kann man durchaus mit Sicht auf ein paar Tagen in Richtung 9,7 spekulieren. Aber die Gefahr ist nach wie vor da, dass wir sehr schnell wieder unter die 9,5 abgleiten und dann vielleicht nochmal diese Tiefs hier testen. Im aktuellen Aktionär war ja auch ein oder ist ein Produkt, das du auch am Montag uns schon vorgestellt hast. Soll man weiter investiert bleiben, wenn man es schon ist? Soll man neu einsteigen? Also wir hatten es noch nicht, also wer unserer Empfehlung gefolgt ist, ist noch nicht investiert. Wir hatten ein Kauflimit gelegt bei 9,150 im DAX und dieses Ziel wurde noch nicht erreicht. Wie gesagt, am Montag waren es 9,214, also um 60 Punkte wurde dieses Kauflimit nicht erreicht. Seitdem gab es eben die stärkere Erholung, also sind wir doch ein Stück weit entfernt, aber wir lassen das ganze Limit noch im Markt. Wir warten hier einfach mal ab, man muss jetzt nicht auf Teufel komm raus hier investieren. Von daher raten wir weiterhin zur Geduld. Dankeschön, Thomas Bergmann für heute. Morgen an dieser Stelle mehr. Bis dahin, machen Sie es gut. Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets.